Aber jetzt hätte er jetzt Frauen. Also dem Mann müssen wir jetzt mal überlegen, was da los ist. Gell? Vielleicht nicht, dass es noch mich macht. Ich will mich jetzt am ersten Mal richtig vorstellen. Ich bin der Stefan und ich habe mir gedacht, warum denn nicht mal nach Karthago und Weltmeisterschaft zünden? Ich meine, es war ja schon verlockend, es hätte von der FIFA so ein Angebot gegeben. Nur habe ich mich gewundert, warum soll ich so viel Trikots mitnehmen? Mein Kost und Logis war ja frei. Ich kann nur jubeln lesen, die Ehe und in Kameraschreie, die Bekloppte, wenn so Nationen gewonnen haben, die kennt keine Sau. Senegal, Schweiz oder Argentinien. Aber Bild, was machst du denn da, wenn das Geld noch berühmt werden? André, wir gehen halt in den Dschungel und ich gehe halt nach Katar. Tschüss noch. Kannst du mich noch nicht mehr zu der Zeit als Zwiefeld? Stille Nacht, heilige Nacht. Ich glaube, das Handy auf dem Tisch gibt der Marc Wörlich noch. Und vor allem ist mit deinem Stil. Du kannst mich doch lieber auf Katar in ein klimatisiertes Fußballstadion mit der neuesten Technik, als dass ich auf dem Christkindlmarkt hock mit Levi und ohne Technik. Ja, bin ich los zum Flughafen. Ich meine, die Männer haben das schon wieder nie mehr rufen, wenn man das frische Unterhose habe ich noch angezogen. Und mit der Unterhose habe ich mir noch gedacht, wenn ich die ein paar Mal nehmt, dann hält ihr auch bis ans Ende. Merkt ihr auch keine Sau, wenn ich später die Klingfarbe hätte, oder? Ja, wenn ich ein paar Mal drehe, dann sehe ich ja nie los. Also wir Männer haben Spare ja schon erfunden, muss ich sagen. Naja, und mit Bier habe ich mir halt gedacht, Stefan, nimm schon das eigene Zeug mit, was du kennst. Ja, dann gehe ich dann so an den Flughafen, ja. Und was ist dann passiert? Jetzt kennt ihr mir die Männerhandtasche, die Waggis in Basel. Am Flughafen hätte ich mir die abgenommen. Hey, ich kann nur sagen, auch dort ist nur noch bergab gegangen. Früher hock im Flieger, denk so, komm, Stefan, das ist aber stimmig nicht, alles klar, komm, werde ich auch sowieso Weltmeister. Meine Bundesliga hätte man kurz pausiert, der anständige Vorbereitung hätte es noch nicht gegeben. Ich meine, sind doch alles Profis, oder? Und, ja, der Mann ist auch noch gut. Hätte es gegeben. Und bei dir habe ich mir gedacht, ja, komm, also das wird es ja wohl genau in Katar haben. Kommt dort an, bin ins Stadion voller Spannung, weil ich dort alle, wenn die immer mit die 1 bis 12 Bier in die Jage, damit ich dann so richtig in Stimmung komme. Was sehe ich da? Leute haben die dort. Nur so verwaist die Bierstände in so einer Controlled Area. Jetzt wenn die Saudis mir auch noch vorschieben, würde ich nichts mehr nehmen. Ich als Deutscher, wo die Welt gefunden hat, kann ich nicht sehen. Doch, kannst du machen. Ja. Ab
abgedeckt einigermaßen ins Stadion. Der Platz endlich gefunden, schon ganz voll da gesehen. Und Leute, was sehe ich dort? Kleiner, du bist auch nicht gestanden. Voller Stolz und ihm und hast die deutsche Nationalhymne gesungen. Und jetzt, weil mittlerweile sind wir halt nur Eisspruch, ist ja egal, aber hast du gesungen. Und jetzt erhebt sich die Hände vor's Maul. Ich hab denkt, wenn das wegen Corona sieht, das bringt ja gar nichts, hab ich mir gedacht. Und dann frage ich den Opfer neben und sag, ey, du musst den Schießbringer, was soll denn das? Dann sagt er irgendwas wegen One Love, Diskriminierung und Gleichberechtigung. Da hab ich mir gedacht, wie passt denn das zusammen? Das ist schon Bibel hier dabei. Habe ich auch nur ein Liebe. Zwei Tage kostet nichts. Passt doch nicht zusammen. Ich hoffe nur, das hat sie jetzt nicht gehört. Sonst bin ich selbst von ihm. Ich weiß es nicht. Das Spiel muss ja nicht viel wissen. Das ist halt wie uns mehr so, wir fangen stark an. Das erste Tor haben wir geschossen, ja? Das sage ich zum Hopper, jetzt werden wir Weltmeister, wirst du sehen. So stark wie wir angefangen haben, haben wir wieder aufgehört. Das ist bei uns Männer halt so. Das ist nicht nur wie mein Batzensport so, sondern auch im Fußballplatz so. Naja, aber auf eine kannst du wenigstens noch verloren. Unsere Indienische mit Nancy Fraser. Die ist wenigstens auch nicht gestanden. Und hätte die Indie-Zeit, also die am Arm, nicht das, was ihr da denkt. Und neben ihm hat sie dann das den Panini, oder wie der Platini da, wie der heißt, ist doch egal, hat sich doch auch richtig gezeigt, ihm hat sich so richtig gegeben. Hätten wir noch den Arztvertrag mitgenommen, ich meine, besser kannst du ja gerne mit diesem Messer schmissen, oder? Du musst ein Fußballspiel wo anlügen, machst du dasselbe wie mit dem Panini-Bildung, und dann noch nimmst du den Arztvertrag noch von der Schweiz mit. Perfekt, oder? Aber auch eins hat mich auch gefreut. Und zwar zwei absolute Top-Straßfahrspiele sehe ich auf dem Spielfeldplatz. Und zwar den Messi und den Cristiano Ronaldo. Zwei Profis und Top-Stars für jeden Mann und Frau in allen Belangen. Sei es Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, Fußball, alles dabei. Aber auch im sozialen Umgang. Ja? Mit der Vorgesetzten oder der Finanzbehörde, das ist schon so ein höchstes Niveau. Aber so wie man mit dem CRC umgeht. Also das jetzt müsst ihr arm sehen. Für 200 Millionen Euro im Jahr in keiner Fußballspielung. Sag mal, nehmt ihr gar kein Herz? Ich weiß gar nicht, wie der das umgehen soll. Ja. Sonst ja immer was mitnehmen, hat was Special Fuß gemacht, gut, haben wir das wohl angelegt, hat uns mehr gezeigt. Aber das ist auch immer noch gut. Okay, also, Frau-WM hätte es sowieso viel besser gefallen. Die Biber, die legen auch nicht so rum und schreien die ganze Zeit. Zumindest nicht auf dem Fußballplatz. Und ihr könnt mir sowieso nicht vorstellen, was ich jetzt denke. Ja? Und dass das jetzt nur klar ist, ich bin nicht das Lächeln, sondern die Lächeln. Okay? In Katar ist man doch auch schon wieder. Da sieht man den Männern ja auch schon ein Kleidchen an, und das auch noch von der höchsten Eminenz, dem Scheich. Weiß man, was er will? Du bist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Naja.
bin aber schon froh, wieder Three Fantasy. Für den Cutter mit den ganzen Perfektionen und den Bauten und so weiter, da habe ich schon die ganze Baustelle Three Fantasy vermisst. Und Europameisterschaft 2024 wird auch noch geschafft. Da können wir es allen wieder zeigen, wie es so richtig abgeholt wird. Wenn wir alle Nationen zeigen, wie es so laufen und vor allem, wie uns die Wege noch anständig schmiert. Ja, da kommt keiner mit den Sieg. Aber liebe Leute, wie gerne ich hier oben stand und schwätze, so kommt der Zeitpunkt zwar jetzt. Uff und Abs hätte es schon immer gehen, doch lön heute Spaß am Leben ohne den. Das Handy kommt ganz schnell und ich gewiss, aber bliebe Mensch und das ohne Kompromiss. Na, wo wie?